Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir eine Kiesverladestelle und ein Kieslager gebaut. Natürlich auch auf andere Arten der Kommentare. Vielen Dank wie immer dafür. Jetzt sind, glaube ich, gerade beide LKW zum Tanken gefahren. Deswegen wird hier gerade kein Bruchstein nachgeliefert. Aber ist auch egal, das Ding läuft. Wir haben ja sowieso im Moment mehr Kies, als wir brauchen. Das ändert sich sicherlich nochmal, aber im Moment kein Problem. Was ich jetzt machen möchte, ist nochmal eine Querstraße hier durchlegen, damit wir hier noch eine zusätzliche Verbindung haben. Einfach hier oben mit dran. Ja, vielleicht sogar da direkt dran, das heißt so, und dann nehmen wir die Kurve da raus. Ja, das sieht jetzt aber nicht schön aus. Dann lieber erst die Kurve und dann so. Das, na, Baus. Das ist schon besser und dann nehmen wir hier noch. Ja, da kriegen wir es hin. So dran. Wunderbar. Okay, alles bauen. Und mit Rubel automatisch. Das bauen wir auch eben schnell fertig. Wunderbar. Gut. Ist eine zusätzliche Verbindung. Ich weiß noch nicht, ob wir sie bald brauchen, aber so schließt sich auch hier irgendwo der Kreis. Gut. Nur noch 28% Arbeitslosenquote. Und viele davon wegen kleiner Kinder. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier Schulen. Das sind aber nicht die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder, das betrifft hier den Kindergarten. Und der ist tatsächlich ziemlich voll. Hier könnten natürlich auch noch mehr Arbeiter rein, aber selbst dann ist der schon schnell voll. Das heißt, wir brauchen zwar einen Kindergarten. Und wir bauen jetzt mal einen anderen, weil der hier ist zwar schön und gut, aber ich habe auch noch einen aus einer Mod. Kindergarten. Diverse sogar, wie wir sehen. Playgrounds. Oh, Playgrounds. Das ist ein Spielplatz. Wie cool ist das denn? Ich werde verrückt. Ist ja wohl klar, dass da ein Spielplatz hinkommt, oder? Das ist ja wohl völlig klar. Schaut es euch an. Ein Spielplatz. Was kann der? Ein Mitarbeiter, 4 Babys im Kindergarten. Okay. Ja, Und hier dann auch ein Mitarbeiter. Und wahrscheinlich auch 4 Babys. 5. Hier gehen 5 rein. Ja, okay. Das ist schön und gut. Aber was wir wirklich brauchen, ist auch noch einen weiteren Kindergarten. Und das hier ist das Gebäude, was ich im Sinn hatte. Aber hier ist auch noch ein kleiner Kindergarten. Hier ist ein Kindergarten aus den 50ern. Ich glaube, den kleinen Kindergarten, den finde ich eigentlich ganz schön. Vor allem, weil wir den hier auch noch wunderschön reinstellen können. Die Frage ist, wollen wir den hier reinstellen? Nee. Den wollen wir eigentlich hier reinstellen. In die Mitte, so dass auch die Häuser da noch dran können. Also kommt der hier hin. So.
Da ist der Strommast im Moment das Problem. Einfach mal noch ein paar Fußgängerverbindungen, die sind immer gut und immer wichtig. Da können wir im Grunde nicht zu viele von haben. Und auch wenn hier noch gar keine Wohngebäude sind, vielleicht kommen da mal welche hin, dann ist selbst der Fußweg da noch wichtig und gut. Hier kriegen wir leider nichts hin. Okay, gut. Die lassen wir jetzt erstmal alle bauen und das machen wir dann auch wieder mit Rubeln, damit die fertig werden eben. Und dann haben wir hier einen neuen Kindergarten. Und dann sollten auch wieder, ja, 100 Leute ungefähr vielleicht noch Arbeit finden. Mal gucken, wie das klappt. Gut. Schauen wir uns mal ein paar andere Sachen an im Moment. Für den Augenblick würde ich mal einen Blick hier hinwerfen wollen. Wir können nicht lagern oder exportieren, das heißt, hier ist schon wieder voll. Ja. Okay, wenn wieder voll ist und auch Alkohol sind fast 100 Tonnen da, dann können wir, ja, wir haben die, ich habe in der letzten Folge endlich die, den Zug in den, ins Depot gefahren. Aber ich habe vergessen, mich drum zu kümmern. Ich will mal sagen, wir machen jetzt mal, wir machen den voll, so 100%. Und fahren halt 33 Tonnen und 33 Tonnen Essen und 33 Tonnen Alkohol immer weg. Das heißt, wir konfigurieren auf jeden Fall Advanced. Hier geht nur Essen rein. Und hier geht nur Alkohol rein. Und dann fahren wir den wieder los. Und wo will er jetzt hin? Zum Zollhaus? Das ist falsch. Du musst bitte dahin fahren. Zum Warenhaus. Und kriegt er das noch hin? Ja, ja, er ist links rüber gefahren. Ja, macht den Wechsel. Gut. Gut, gut. Kurz gucken, wie es mit Bitumen aussieht. 132 Tonnen. Treibstoff fast 400 Tonnen. Das ist ja Wahnsinn. Wir könnten den Treibstoffexport also ein bisschen anheben. Das würde halt bedeuten, dass wir den anderen Zug, da kommt er, dass wir den noch mal ein bisschen... Wo ist es denn? Da, da ist Treibstoff. Dass wir das noch mal ein bisschen erhöhen, indem wir noch einen Waggon anhängen. Wenn dann jetzt, ne? Weil jetzt kommt er gerade zurück. Also, ab ins Depot. Dann bleiben wir da direkt eben bei. Sonst vergesse ich das wieder. Ich kenne mich ja. Ja, müssen wir kaufen. Wie viel Kohle haben wir denn momentan? Kohle ist auch voll. Dann erhöhen wir auch den Kohleexport. Das heißt, wir hängen einen von den Schüttgutwagen an und kaufen noch einen weiteren Tanker. So, noch einen Tanker. Und ein Schüttgutwagen. Dann konfigurieren wir den nochmal wieder neu. Also Kohle ist klar, 180 Tonnen, das bleibt so. Und 120 Tonnen Treibstoff, 120 Tonnen Bitumen. Was? Moment mal. 60? Jetzt sind drei dran. 120. Moment. Advanced. Nur Kohle. Nur Kohle, nur Kohle, nur Treibstoff, nur Treibstoff und Bitumen. Jetzt ist es richtig. 180 Tonnen Kohle,
120 Treibstoff, 60 Bitumen. Alles klar, kann weitergehen. Start. Auch mal pausieren. Du fährst auch zu Bitumen und Treibstoff. Jawohl. Alles richtig so. Ja, dann steigen unsere Exporte wieder. Das heißt, unser Kontostand wird sich weiter verbessern. Mein Gott, wir könnten eigentlich auch Öl exportieren, um das mal ganz klar zu sagen. Weil solange wir hier nicht mindestens noch das Doppelte, Dreifache an Arbeitern hinkriegen, werden wir das gar nicht alles so schnell umgewandelt bekommen. Und hier sind ja auch 90 Tonnen drin, ne? Das heißt, die Raffinerie ist ja noch nicht mal leer. Es sind nur Teile der Produktion hier schon in den Kraftstoffspeichern. Das nehmen wir mal eh um. Das ist nämlich der Treibstofftank oder Treibstoffspeicher. Und das hier ist der Bitumenlager. Bitumenlager. Ja, ist halt flüssig. Kann man Lager nennen. Tank werde ich schreiben können. Lager. Beides ist okay. Okay. So. Straßenbau. Ich würde anfangen, ein paar Straßen umzubauen auf, ihr ahnt es schon, Teer. Auf Asphalt. Dabei gibt es natürlich wieder eine Möglichkeit, wir können auch mit Straßenlaternen arbeiten. Die aber brauchen leider auch Elektrokomponenten und Stahl. Und das haben wir noch nicht. Und deswegen bleibt es halt tatsächlich leider erst beim Asphalt. Bei den normalen Asphaltstraßen. Und wir machen jetzt diese zwei kleinen Stücke erstmal. Resources und Batch Start, okay. So, dann ist das mal fertig. Dann ist auch hier wieder der Zugang gewährleistet. Müssen wir eben schauen. Tiefbauamt. Ja, wunderbar. Es hat funktioniert. Ja, klasse. Klasse, klasse, klasse. Da müssen die auch schon auf dem Weg sein hier. Ja, ja, die haben schon ausgerollt. Der Bus ist schon weg. Moment, der Bus ist weg und die Kipper sind weg. Wo sind die Kipper? Die Kipper können ja eigentlich nur auf dem Weg sein zum Bitumenlager hier. Ich mach mal kurz hier an. Da sind die Kipper. Alle beide. Die holen... Ja, es sind zwei Baustellen, ne? Das darf man nicht vergessen. Es sieht ja aus wie eine Baustelle, aber es sind zwei Baustellen. Die holen jetzt 3 Tonnen Asphalt und 1,9 Tonnen Asphalt. Und dann werden Arbeiter angeliefert von dem Bus. Das ist schon gemacht worden. Hier sind schon 50 Arbeiter und hier sind keine Arbeiter. Naja, noch kein Material da. Das ist ein bisschen, ist zeitlich jetzt ein bisschen ungünstig. Der hat die 1,9 Tonnen, nee, der hat die 2,2 Tonnen Asphalt. Und der hat 3,3. Die laden immer ein bisschen mehr auf, scheinbar, als benötigt ist. Aber wir brauchen ja nur 1,9 und 3,0. Das sind so Ungereimtheiten, die machen es einem manchmal schwer, sich zu erklären, wie gewisse Zahlen oder Verhältnisse hier zusammenkommen. Das war ja schon öfter Thema. Da kommen noch mehr Bauarbeiter. So, jetzt sind hier 35 Arbeiter und hier 0. Die sind alle schon wieder nach Hause gegangen. Aber egal. So, hier wird schon gearbeitet, wie wir sehen. Und das geht da bei so einem kleinen Stück auch wirklich sehr schnell. Und ja, ich mach mal die doppelte Geschwindigkeit aber aus. Weil das geht so schnell genug. Und wir könnten dann eigentlich schon weitermachen mit dem nächsten Teilstück. Das ist halt eine total coole Nummer, oder? Wenn man sieht, dass das jetzt wirklich von den eigenen Kräften hier produziert wird, wenn das einfach läuft. Das ist schon fertig, das Stück. Jetzt wird hier gearbeitet. Und dann ist auch das Stück gleich fertig. Ja, kommt. Dann machen wir weiter. Asphalt. Zack. Und zack. So, hier ist es jetzt so. Das hat sich jetzt noch kein Baubüro geholt. Das ist auch immer anders irgendwie. Und hier ist jetzt das Hochbauamt beauftragt, was ja völlig falsch ist. Ich glaube, das liegt daran, wartet, dass wir hier Straßen noch ausstellen müssen. Fußwege auch. Fabrikverbindung auch.
Hier werden Gebäude, Förderer, Rohrleitung, elektrische Verkabelungen gemacht. Naja, und eigentlich auch eigentlich nur Terraforming, aber später dann der andere Kram. Und hier müssen wir einstellen, dass nur Straßen gemacht werden und Fußwege. Keine Gebäude, keine Förderer, keine Verkabelung, keine Fabrikverbindung schon. Und auf 2000 Meter müssen wir stellen, sonst läuft da gar nichts. Wie wir sehen, ist auch schon der Deckenfertiger unterwegs. Das heißt, der wird jetzt mit dem LKW hierher gefahren. Der hat gar nichts geladen. Ach, der fährt tanken, okay. So, der Deckenfertiger steht jetzt hier auf diesem Stück und wartet. Der wartet jetzt auch nicht auf... Ne, der wartet jetzt auf Asphalt. Und der müsste eigentlich auch schon fast da sein. Ne. Da kommt der zweite. Der hat auch keinen Asphalt. Ja, ich glaube, das liegt jetzt daran, dass die Tanken gefahren sind. Dass der Asphalt noch nicht da ist. Der fährt tatsächlich auch tanken. Ja, kommt, dann erhöhe ich die Geschwindigkeit nochmal, damit wir das jetzt hier auch sehen. Wie ist da mit den... Jetzt kommen noch Arbeiter. Okay. Arbeiter bräuchten wir jetzt halt eigentlich nicht. Aber ich beschwere mich ja nicht. Haben wir halt ein paar Arbeiter hier. So, 6 Tonnen Asphalt. Wo bleiben die? So, der fährt. Der fährt zur Asphaltanlage. Alles klar. Ja gut, Tiefbauamt ist weit weg, ne? Der hat getankt, dann ist er zurückgefahren und dann kriegt er seinen Auftrag loszufahren. Ich glaube, wir brauchen hier unten doch noch... Aber warum ist er nicht hier tanken gefahren dann? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Okay, da hat er sie aufgeladen, 6,3 Tonnen. Und sobald er die hierher bringt, wird der Deckenfertiger anfangen, die Asphaltdecke aufzubringen. Da kommt er. Wunderbar. Und ich bin mal gespannt, weil jetzt ist das ja schon fast fertig. Und das nächste, was hierher kommen muss, ist die Walze. Ob die jetzt schon losgefahren wird. Okay, jetzt fährt er nochmal Arbeiter holen. Jetzt wird die Walze rausgefahren. Und deswegen brauchst du halt 2 Trucks. Wobei, nimmt er dann... Kann natürlich auch sein, dass der jetzt die... den Deckenfertiger wieder mitnimmt. Oder wo ist der Deckenfertiger hingefahren? Ist der von alleine weggefahren? Fährt er hier gerade durch die Stadt? Oh, hier siehst du nichts, ne? Wo zur Hölle ist der Deckenfertiger hin? Ja, keine Ahnung. Der hat vielleicht einfach Feierabend gemacht. Ich weiß es wirklich nicht. Eigentlich müsste der jetzt hier hingebracht werden. Denn dieses Stück ist fertig. Aber gut, wir haben gesehen, wie es funktioniert. Und dann mache ich hier ausnahmsweise auch schon mal ein bisschen früher Feierabend. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao!